gibt nahezu 400 verschiedene Hunderassen. Heute möchte ich euch in kurzen Porträts die Retrieverrassen vorstellen. Die Retrieverrassen sind in 6 verschiedene Rassen untergliedert. Der Golden Retriever. In Mittel- und Nordeuropa hat der freundliche und anpassungsfähige Golden Retriever in den letzten Jahrzehnten besonders weite Verbreitung gefunden. Er ist mittelgroß, intelligent, hat ein sehr sanftes Wesen und eignet sich wunderbar als Familienbegleithund. Der temperamentvolle, freundliche und anpassungsfähige Labrador-Retriever erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Ursprünglich wurde der Labrador als Jagdgebrauchshund eingesetzt. Durch seine hohe Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit treffen wir ihn mittlerweile in vielen anderen Aufgabenbereichen an. Neben seiner hervorragenden Eignung als Familienbegleithund ist der Labrador-Retriever auch als Assistenzhund, Blindenführhund, Wasserrettungshund und Lawinensuchhund im Einsatz. Der elegante Flat-Coated Retriever ist in Deutschland noch nicht so häufig zu sehen. Er ist groß, schlank, mit glattem Fell und einem schmalen Fang. Der größte Vertreter der Retrieverrassen ist der Curly-Coated Retriever. Sein Name hat mit dem gelockten Fell zu tun. Auch diese Retrieverrasse sieht man in Deutschland eher selten. Hier sieht man einen bereits älteren, braunen Curly-Coated Retriever, einen ausgezeichneten Schwimmer beim Entenapport. In direkter Nachbarschaft zu meinem Haus haben wir bis vor wenigen Jahren die alljährlichen Ausstellungen aller 6 Retrieverrassen besuchen können. So war es uns möglich, auch die in Deutschland eher selten vertretenen Rassen kennenzulernen und zu bewundern. Die Heimat des kernigen Chesapeake Bay Retriever und dem spielfreudigen Nova Scotia Dachshund ist Nordamerika. Auch bei uns in Deutschland finden sie zunehmend mehr Liebhaber. Der Chesapeake Bay Retriever ist ein vorbildlicher Apportierhund und ausgezeichneter Schwimmer. Der Nova Scotia Dachshund, auch Toller genannt, ist ein talentierter und verlässlicher Apportierhund zu Wasser und zu Land. Er ist ein intelligenter und gelehriger Hund mit großer Ausdauer. Alle Retrieverrassen zeichnet ihre große Wasserfreude und die außergewöhnliche Anlage, Dinge zu bringen, das Apportieren aus.